Hallo? Wow! Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Friedensmahnwache in Wien. Viele Gesichter von euch kenne ich schon, andere sind auch ganz neue Gesichter dabei, freut mich sehr. Beim letzten Mal, bei der letzten Friedensmahnwache, ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, gefälligst gelass doch die Zetteln weg. Ja, red einfach frei heraus, so wie es dir gerade daherkommt, und das werde ich heute machen. Vielleicht nur ganz kurz zum Ablauf. Wir haben heute zwei super Acts, auf die ich mich wahnsinnig freue. Das ist der Killers More und die Morgaine. Riesenapplaus jetzt schon für die beiden. Wir haben zwei Open-Mic-Blöcke, das heißt, ihr könnt jederzeit nach vorne kommen und euch als Redner anmelden. Ich glaube, es wird super werden. Vielleicht ganz kurz vorneweg. Ihr seid da, weil euch der Frieden wichtig ist. Und es ist gut so. Gebt euch erstmal selber einen riesen Applaus dafür. Ich habe mir in den letzten Tagen sehr viele Gedanken darüber gemacht, weil sehr viel geschrieben wird über die Friedensmahnwachen, was diese Bewegung ist und was nicht. Ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was Frieden eigentlich ist oder was Frieden für uns sein könnte oder sollte. Und dann gab es immer wieder Stimmen, die gesagt haben, naja, wann kommt denn endlich eure Vision eigentlich? Also sprich, ich soll hier jetzt stehen und euch die Vision sagen, wie wir zum Frieden kommen. Das werde ich sicher nicht machen. Einfach aus dem Grund, weil Frieden etwas Höchstpersönliches ist. Ja? Frieden beginnt in Wirklichkeit bei jedem Einzelnen von uns anders. Wenn wir von Frieden sprechen, dann sprechen wir nicht nur unbedingt von der Abwesenheit von kriegerischen Konflikten, sondern den Frieden im Alltag. Ja? Frieden, wie wir miteinander umgehen, wie wir in der Familie handeln. Frieden in uns. Ja? Und weil es etwas so Höchstpersönliches ist, werde ich sicher nicht den Fehler machen und euch sagen, wie ihr zu eurem Frieden kommt. Das bestimmt nicht. Ganz interessant, letzte Woche, ich weiß nicht, wer von euch meine Eröffnungsrede gesehen hat, von gewissen Kreisen wurde mir anschließend vorgeworfen, diese Rede wäre, naja, sozusagen strukturell antisemitisch gewesen. Ich habe nicht gewusst, was das ist, ich habe es einmal googeln müssen. Also um es euch ganz plakativ zu erklären, was das bedeutet, an einem anderen Beispiel. Wenn ich an Autofahrer denke, denke ich sehr schnell an Österreich. Einfach vielleicht aus dem Grund, weil ich viel mit dem Auto unterwegs war in Österreich. Also Autofahrer, damit verbinde ich irgendwie Österreicher. Ja? So. Und wenn ich jetzt Autofahrer kritisiere und beispielsweise sage, viele von euch sind Rüpel, ja, was ich jetzt nicht glaube, aber nur als Beispiel, dann würde dann quasi die strukturelle Komponente daran würde dann meinen, ich kritisiere die Österreicher oder noch schlimmer, ich kritisiere die Katholiken, weil zufällig sind hier sehr viele Katholiken. Ja? Das ist mit strukturellem Antisemitismus gemeint. Und ganz ehrlich, ich verstehe grundsätzlich die Angst, die dahinter steht und warum man so etwas ausspricht, aber ich denke ganz ehrlich, mit so etwas muss man sehr vorsichtig umgehen. Denn es gibt offenen Antisemitismus, gegen den wir uns ganz eindeutig stellen müssen. Und wenn ihr von uns sagt, dass diese Rede oder diese Bewegung oder dieser Tag hier oder wir alle hier sitzen, dass wir antisemitisch sind, dann benutzt ihr diesen Begriff inflationär und das ist noch viel schlimmer. Aber gleichzeitig wurde auch gesagt, ich lasse keine Kritik an dieser Friedensmahnwache zu und deswegen, weil ich sage, das stimmt nicht, werde ich jetzt selber Kritik an euch üben. Ja, durchaus. Es gibt eines, das ich beobachtet habe in den letzten Wochen oder speziell in der letzten Woche, das macht mir Sorgen.
Ihr seid ja viel auf sozialen Netzwerken unterwegs. Es gibt für die Friedensmahnwachen ganz eindeutige Facebook-Gruppen beispielsweise oder Seiten. Und wenn man sich anschaut, was dort gepostet wird, dann ist das auf den ersten Blick eine Community, die sehr kritisch ist. Das ist eindeutig, das ist auch gut so. Gleichzeitig könnte man aber den Eindruck bekommen, diese Bewegung wäre pro-russisch. Ja, weil einfach sehr, sehr viele NATO-kritische Beiträge gepostet werden. Ich glaube, das ist grundsätzlich Schwachsinn, so etwas zu behaupten. Aber in einem hat diese Kritik recht. Ich denke, dass viele, viele unter uns aufgrund dessen, dass wir in einem westlichen Land leben und dass wir natürlich die lokalen, hiesigen Medien konsumieren, ein Gegengewicht aufbauen wollen. Was heißt Gegengewicht? Wir wollen ein Gegengewicht zu dieser einseitigen, hetzerischen Berichterstattung aufbauen, die uns sagt, der Russe ist einfach der Böse. Jetzt kommt das große Aber. Und das ist meine Sorge und das ist etwas, was ich euch allen mitgeben möchte. Nur deswegen dürfen wir nicht alles, was von russischer Seite kommt, ungefragt einfach übernehmen und als wahr ansehen. Denn eines muss uns klar sein, wir befinden uns in einem Informationskrieg. Es gibt Propaganda auf beiden Seiten. Ich habe vor ein paar Tagen einen Briefwechsel gehabt mit einer Ukrainerin, die in Donetsk lebt. Und sie hat mir Unglaubliches erzählt. Sie hat mir erzählt beispielsweise eine Behauptung, dass das Massaker von Odessa in Wirklichkeit von... dass das Massaker von Odessa in Wirklichkeit... ja, beim nächsten Mal darfst du sprechen, okay? Da warten wir noch ein bisschen. Dass dieses Massaker in Wirklichkeit von russischen Elitesoldaten quasi im Geheimen angezettelt wurde. Und diese Frau war so dermaßen überzeugt davon, von dieser Theorie. Ich habe sie dann im Laufe der Argumentation, hat sie sich selbst in Widersprüche verstrickt, also in ihrer Argumentationskette. Und trotzdem wollte sie partout diesen Standpunkt nicht verlassen. Und damit will ich euch eines sagen. Wir dürfen nicht alles, egal von welcher Seite, egal ob von NATO-zugewandter Seite, egal ob von russischer Seite, egal von der ukrainischen Regierungsseite, wir dürfen nichts ungefragt annehmen und einfach als echt wahrnehmen. Denn das Gefährlichste überhaupt sind intelligente Menschen und viele, viele, die hier sitzen, sind intelligente Menschen. Das Gefährlichste sind intelligente Menschen, die von sich selbst glauben, sie wären nicht beeinflussbar. Mein Aufruf: Glauben ist gut, Wissen ist besser. Hinterfragt alles, egal ob es von mir kommt, von einem der Redner, die jetzt kommen, egal ob es aus einem YouTube-Video kommt, egal woher, hinterfragt es. Und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass wir jetzt eine Rednerin haben, die zu unserem Kernthema der kriegerischen Auseinandersetzung wirklich einen Augenzeugenbericht abliefern kann, die selber in den Kriegstagen des Zweiten Weltkriegs das live miterlebt hat und die heute zu uns gestoßen ist, weil sie findet, wir machen das Richtige, Freunde. Danke. Vielleicht ganz kurz noch eine Information, wir sind heute nicht alleine. Zeitgleich mit uns finden Friedensmahnwachen, wie gesagt, in Graz, in Klagenfurt, Innsbruck, Linz, Dornbirn statt. Einen schönen Gruß an euch! Wir sind hier! Hier ist Wien! Und wir werden heute auch live gestreamt mit OkiTalk. Zürich hat sich schon zugeschalten. Soweit ich weiß, wird sich Berlin auch noch zuschalten. Also Leute, wenn ihr jemanden sagen wollt, der nicht hier ist, noch schnell auf Twitter oder Facebook, hey, willst du zuschauen? Einfach auf okitalk.com und man kann sich einfach sofort reinklinken in den Livestream. Zwischendurch nochmal der Tipp,
Bitte schaut auf die Webseite www.friedensmahnwachen.at zusammengeschrieben. Wenn ihr Facebook nicht benutzen wollt, da gibt es auch viele Menschen, die das nicht wollen, da findet ihr immer alle aktuellen Termine zu allen Friedensmahnwachen in Österreich. Was aber eine irrsinnig feine Sache ist, insofern, weil ihr seid jetzt alle da und es steht niemand mehr vorne und sagt irgendwas wahnsinnig Intelligentes, sondern ich lade euch alle dazu ein, bleibt hier und redet einfach mit euren Nachbarn. Ja? Dreht euch einfach um, macht kleine Smalltalks, ja? Redet miteinander mit Menschen, die ihr vielleicht noch nie gesehen habt vorher, redet mit ihnen, sagt ihnen einfach, warum seid ihr hier, warum bist du zum Beispiel da, ich kenne dich nicht, reden wir miteinander. Ja? Probiert es einfach aus, lasst mal die Veranstaltung heute so ausklingen. Ich danke euch vielmals fürs Kommen, bleibt bitte noch da und redet miteinander. Ja, danke. Auch wenn uns jetzt der Strom ausgefallen ist und alles da jetzt total improvisiert ist, bitte habt Respekt vor demjenigen, der gerade spricht, am Mikrofon. Bitte habt Respekt und lasst denjenigen, der gerade spricht, aussprechen. Danke. Ich möchte noch eines ganz kurz vielleicht erwähnen. Ich habe vorher gerade ein Interview geführt mit einem Journalisten, der mich gefragt hat, wie stehen die Friedensmahnwachen dem Thema Immigration gegenüber? Ja, Immigration, warum kommt dieses Wort bei uns nicht vor oder Immigranten? Oder warum ist es bei den letzten Reden noch nicht vorgekommen? Das hat mich insofern ein bisschen verwundert, denn wenn wir darüber sprechen, oder viele Redner das auch sagen, dass wir sagen, ich habe eine Vision, dass alle Menschen gleich sein sollen. Ist die Frage, muss ich dann Randgruppen explizit erwähnen, nein, dass ich die dann mit einbeziehe? Nein. Vielleicht muss ich es machen. Vielleicht sind wir in unserer Gesellschaft inzwischen so voreingenommen, dass wenn wir von der Bevölkerung sprechen oder von den Menschen, dass wir dann nur uns, wie wir hier stehen, meinen. Und nicht die Randgruppen. Ja? Aber versteht ihr, was ich damit sagen will? Es ist ganz einfach, von der Terminologie her ist es auch wichtig, darüber zu sprechen, wenn wir sagen, Frieden, Frieden mit allen Menschen, dann bedeutet das natürlich, dass das Thema Immigration ein Thema ist. Denn das sind Menschen, die kommen zu uns und brauchen unsere Hilfe. Und die sollen sie auch bekommen. Ja? Also bitte, ich sage jetzt hier ganz öffentlich und ganz klar, ja, für mich bedeutet, wenn ich über Menschen spreche, bedeutet das alle Religionen, alle Nationalitäten, alle Altersgruppen, alle Geschlechter, alle Ethnien, alle Fußballclub-Fans, Rennfahrer, sonstige, also Radlfahrer, genau. Okay, Leute, können wir uns bitte einmal darauf einigen, ja? Wenn wir sagen alle, meinen wir alle. Okay. Ich möchte noch einmal auf eines zurückkommen, was ich vorher in meiner Eröffnungsrede angesprochen habe, wo ich gesagt habe, Leute, achtet darauf, dass ihr jetzt nicht so wie ihr hier steht, von irgendeiner Seite, und ich spreche jetzt von Seiten, es gibt in weltweit in den Konflikten viele, viele Seiten. Lasst euch von keiner Seite vereinnahmen oder hinterfragt das immer wieder. Ich habe, ich glaube es war gestern oder vorgestern, ein langes Telefongespräch gehabt mit einem Obmann eines Vereines, der sich einsetzt für Demokratie in der Ukraine. Ja, unter Demokratie kann man ganz einfach sehr vieles verstehen. Demokratie im ursprünglichen Sinn, dass wirklich alle in der Bevölkerung hier abstimmen können und hier regiert werden sollen von gewählten Volksvertretern. Und ich habe sehr viel mit ihm diskutiert und war an sich der Meinung, er würde eine neutrale Position vertreten. Aber ich bin dann drauf gekommen, niemand, der in diesem Land lebt, kann eine neutrale Position vertreten. Weil es geht dort die Leute an, direkt, vor Ort. Und je nachdem, ob ich jetzt gerade in Kiew war und von einem Faschisten verprügelt wurde oder ob ich je nachdem, ob ich gerade in der Ostukraine war und als Soldat beispielsweise und dort von einem Separatisten angeschossen wurde, je nachdem werde ich meine Meinung haben. Und je nachdem werde ich einer Seite eher zugewandt sein. Das muss uns klar sein, es gibt keine neutrale Position, was das betrifft. Wir, die wir hier stehen, die nicht direkt involviert sind in den Konflikt,
Es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, einen neutralen Blick auf die Situation zu erlangen. Das ist meine Meinung. Wir sind dazu da. Wir sind der Puffer. Macht es. Tut es. Kennt ihr jemanden? Kennt ihr Ukrainer? Kennt ihr Russen? Kennt ihr Amerikaner? Sprecht mit ihnen. Ja, vielen Dank fürs Kommen. Kommt gut nach Hause. Ganz wichtig. Nächsten Montag gibt es natürlich wieder etwas. Informiert euch auf der Webseite oder auf Facebook, wo es stattfinden wird. Wieder Montag, 18.30 Uhr. Bleibt uns bitte treu. Nehmt alle eure Freunde, eure Bekannten oder auch nicht Bekannten, Leute, die ihr mögt oder auch nicht mögt, ist mir ganz egal. Nehmt sie alle hierher mit. Und dann schauen wir, was passiert. Danke. We'll be right back.